Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? ChatGPT bestimmt heute mein Essen. Oh, Alter, ChatGPT, was geht ab? Bin ein YouTuber. Das klingt nach einer interessanten Idee. Wie wäre es mit einer lustigen kulinarischen Herausforderung? Zum Beispiel könnten sich verschiedene exotische Früchte probieren oder ein Gericht aus einer bestimmten Kultur. Digga, der ist ja voll im YouTube-Game. Du bestimmst, wo soll ich jetzt brunchen. Wie aufregend. In München gibt es viele großartige Optionen zum Brunchen. Also ich muss jetzt ins Café Fräulein oder ins Victorienhaus. Café Fräulein. Schauen wir mal, was ChatGPT so kann. Die Dame hat sich die Karte angeschaut und ist einfach gegangen. Mich hat aber auch nichts angesprochen. Also die sind bekannt für ihre Zimtschnecken. Wie heißt denn die Zimtschneckenfabrik? Mein Tisch ist schief und ich kann mich nicht abstellen, weil die Kamera sonst schief wäre. Mann, was ist das für ein Pulver? Was ist das für Geschmack? Also, die Zimtschnecke muss schon krass überzeugen, dass ich sage, ChatGPT, das war eine gute Empfehlung. Was ist das? Das ist ja anders eklig. Los. Weg damit, Bro. Weg damit. Zimtschnecke war lecker. Aber jetzt nichts Überklasses, wo ich extra dafür hingehe, hierher komme. Ich hätte drin auf jeden Fall sitzen sollen, weil da gab es noch Platz und da ist auf jeden Fall angenehmer und leiser. Also ich war jetzt nicht so begeistert von der ChatGPT-Empfehlung hier. Yo, Bro. Burgerhaus empfiehlt er. Und schon wieder Victorienhaus. Digga, haben die Kooperationen. Das ist gesponsert oder was? Erstmal ins Gym, dann Mittagessen. Jo. Ich bin leicht K.O. Auf geht's, Burgerhaus. Ich sagen, wir gehen rein, weil hier ist die Baustelle. Das ging schnell. Ist eine Kette hier, ich weiß nicht, ob es außerhalb Münchens die gibt, aber ja, mittlerweile gibt es hier, ich glaube, 10 Filialen oder so. Das ist die neueste und die ist irgendwie im Thema Pink. Sonst sind alle anderen so Thema Orange. Orange wie Bitcoin. Aber das ist Pink wie die DeFi Chain. Double Cheeseburger. Handcut Fries. Ich mag keine Rosmarin. Er war solide, den Burger kennt man, solider Burger. Pommes haben wir jetzt nicht so getaut, da muss man ihn gar nicht mehr voll. Unser Video gestern hatten wir hier um die Ecke. Max Beef Noodles, overhyped ein wenig. Ich habe meinen ersten Showcase gewonnen, Pokémon Go, Baby. Ich habe es immer noch drauf. Neues Video hochgeladen, also geschnitten und hochgeladen. Und ja, jetzt wird es langsam Zeit für Abendessen. Oh mein Gott, wenn ich so liege, direkt Doppelkinn, Mann. Schauen wir mal, was ChatGPT so zu sagen hat. An sich kann man ja das, was er vorschlägt, bisschen lenken, bisschen beeinflussen, indem man
mehr Details gibt, mehr Infos gibt. Bin gespannt, was er sagt, weil ich habe nicht so Bock, tief in die Stadt zu fahren. Ich habe auch nicht wirklich Bock, mir so ein richtiges Restaurant zu gönnen. Was Schnelles auf die Hand wäre jetzt geil. Wie gesagt, ich könnte es beeinflussen, aber ich will es relativ offen lassen. Ist nicht das letzte Mal, dass er uns ein paar Essenssachen vorschlägt. Jetzt wird es Zeit für das Abendessen. Taste of India, Schweinsachse Brezen, Viktualienmarkt, Tantris. Er weiß nicht, dass ich im Insi-Modus bin. Was für Tantris, Mann? Anders teurer Laden. Ist mir leider zu teuer. Wenn du eher im Norden von München bleiben möchtest, habe ich auch eine Empfehlung. Schwabing Burger und Lobster. Digga, habe ich Geld für Lobster? Aloha Poke. Schwabing West. Was für Perlacher Forst, Mann? Perlacher Forst ist irgendwo rechts unten. Sushi Factory in Freimann. Ja, okay, das ist ein bisschen zu außerhalb. Das ist im Norden von Norden. Aloha Poke klingt okay. Kann man auf die Hand nehmen. Kann ich mit nach Hause nehmen. Da habe ich mal Kai Pflaume gesehen. So, ich muss sagen, ich habe das noch nicht so oft gegessen hier. Konzept ist übersichtlich. Also ich komme klar. Auch als Snoop. The Base, weißer Reis wahrscheinlich, Protein mit extra Protein, Topping gibt's drei, Soße und dann Happy End. Also es sah ein bisschen nach wenig Protein aus, vor allem ich habe ein extra Protein genommen. Dann ist es ja meistens so, also wenn du nur eins nehmen würdest, dann machen die es relativ voll. Und dann, wenn du extra nimmst, dann ist relativ voll plus extra. Aber wenn du gleich zwei nimmst, dann machen die das eine bisschen weniger und dann das andere bisschen weniger. Kennt ihr mein Dilemma? Den hier. Erstmal gut umrühren, gönnen wir uns. Es gibt eine starke Community, die das gut abfeiert. Ich frage mich echt, was sich der Chatbot so denkt, ChatGPT, dass er das vorschlägt. Er weiß ja gar nichts. Er weiß nicht, dass wir gerne Döner essen. Er weiß nicht, dass wir jedes Fleisch essen. Geil. Also ich muss sagen, das sollte ich eigentlich öfters essen, weil das kommt geil. Ich würde gerne jetzt wissen, wie viel Kalorien diese Bowl hat. Was für Werte. Wie viele Proteine. Geschmack ist das Beste heute. Geil. Schauen wir unser eigenes Video an. Zwei Restaurants wurden mir immer empfohlen, hey, was ist mit dem, wieso ist dieser Spot auch so geil? Lukas Abi hat es geschafft. Mango kommt echt wild da drin. Boah, ich bin satt und müde. Ich würde am liebsten ein Nickerchen machen. Also Kuss geht raus an ChatGPT, dass er mir Poke näher gebracht hat. Werde ich öfters essen. Kann man machen, also er ist jetzt nicht der schlechteste Food Guide. Bin echt gespannt, was er so vorschlägt für andere Videos noch. Das war ChatGPT, bestimmt einen Tag mein Essen. Ich gebe ihm eine 7 von 10 für seine Empfehlungen. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscribe, kommentieren, check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram. Bis jetzt Bitcoin, DeFi und Crow, Crypto Cash, Organ, jeden Tag checken, serious business und ciao.